Hallo, herzlich willkommen. Der Körper als Sprachrohr der Seele. Ein Satz, den Sie sicherlich schon häufig gehört haben und gerade im Bereich der Psychosomatik natürlich auch Sinnbild dafür ist, dass also unbewusste und verdrängte Bewusstseinsinhalte sich über den Körper einen Ausdruck suchen, einen Weg suchen, um dieses seelische Leid sichtbar werden zu lassen. Wir können uns für unseren Heilungsprozess oder für ja, das Aufdecken auch dieser verdrängten Bewusstseinsinhalte natürlich auch hier genau dieses Sprachrohr als Hilfestellung nehmen. Wenn wir davon ausgehen, dass wir verdrängte Erlebnisse, verdrängtes seelisches Leid in uns tragen, was für uns aus der Gefühlsebene so unerträglich scheint, weil es zumeist in der Kindheit, im Entwicklungsalter als Jugendlicher oder Jugendliche geschehen ist, wo wir uns also mit diesem Erlebnis überfordert gesehen haben, wo die Rahmenbedingungen nicht gegeben waren, wo also ein Ausweg und eine Öffnung für dieses Thema vereitelt wurde, beziehungsweise schlichtweg einfach nicht möglich war. Dann ist es so, dass wir in der Aufarbeitung und später als Erwachsene, wenn uns dieses Trauma auf unterschiedlichste Arten bewusst wird, sich meistens in Spitzen ins Bewusstsein drängt, sodass wir also auch nochmal relativ schnell geneigt sind, das wieder irgendwie zu unterdrücken und zu sagen, ach na, das ist irgendwie nur so eine vage Wahrnehmung, das ist nur so ein Gefühl, das kann doch gar nicht sein und das liegt jetzt auch schon so lange zurück. Eigentlich habe ich das doch schon hinter mir. Und das sind natürlich auch ganz nachvollziehbare Gefühle und auch Umgangsformen und die kennt jeder sicherlich auch von uns, jeder auf seine Art und Weise. Um jetzt hier diese Verdrängungsmauer oder diesen Schleier, jeder hat so ein bisschen auch sein eigenes Bildnis dafür, zu lichten und Licht ins Dunkel zu bringen, können wir aber, um uns eine Bestätigung unserer Wahrnehmung, eine Bestätigung dieser Gefühle, die wir ja nun verdrängt haben, und Menschen, die Gefühle verdrängen müssen, sind sowieso eher geneigt, rational die Dinge zu betrachten, sind sehr stark auch mental unterwegs, sehr stark also im Kopf unterwegs, haben vielleicht auch sehr viel Wissen schon angesammelt, aber dennoch wird diese Gefühlswelt nun körperlich, beziehungsweise es sind Erkrankungen, psychosomatische Symptome bis hin zu handfesten, manifestierten Erkrankungen bereits vorhanden. Und selbst dieses Wissen, was man sich aneignet, hilft nicht wirklich, um die Symptome zu lindern, beziehungsweise man rutscht immer wieder in alte Verhaltensmuster hinein, die man doch längst überwunden geglaubt hat oder die durch bestimmte Schicksalsschläge, durch bestimmte Stresssituationen, wo wir also wieder in diese Überforderung von einst hineingeraten, sich entsprechend verschlimmern. Und nun können wir über diese körperlichen Erscheinungen natürlich auch Rückschlüsse ziehen, wie die Gefühlswelt in uns eigentlich ist. Eigentlich im Sinne von außerhalb unserer bewussten Wahrnehmung. Wir leben unser Leben oft auf einer gewissen Ebene, wo wir die Dinge natürlich bewusst wahrnehmen, aber vieles, was wir fühlen, nehmen wir gar nicht mehr bewusst wahr. Vergleichbar vielleicht, wenn Sie einen Schlafraum haben, der dicht an einer stark befahrenen Straße ist oder an einem sehr starken Geräuschpegel tatsächlich das Fenster zu der Seite rausgeht, dann haben wir natürlich in unserem Gehirn dieses Tor des Bewusstseins, das nennt sich, das ist der Thalamus, der regelt sozusagen, was jetzt wichtig ist für uns wahrzunehmen und was nicht. Und das hängt natürlich auch sehr damit zusammen, auch was wir tun, wie wir beruflich ausgelegt sind. Also jemand, der jetzt sehr viel mit Geräuschen als Beispiel zu tun hat, der wird natürlich auch einen sehr starken Fokus auf unsere Geräuschwelt haben, wohingegen
wenn jemand eine Arbeit hat, wo Geräusche eher ausgeblendet werden sollen, dann wird er sich in diese Richtung trainieren. Und so ist das vielleicht auf das Schlafen eine ganz gute, ja, ein gut, ganz gutes Beispiel, dass man also dann innerhalb dieser Schlafphase irgendwann, wenn man länger in der Wohnung lebt, diese Geräusche gar nicht mehr hört, obwohl sie natürlich trotzdem da sind. Und so ist das vergleichbar mit unserem Unterbewusstsein von unserer Gefühlswelt. Das heißt also, wir nehmen gewisse Gefühle wahr und andere Gefühle, die trotzdem da sind und auch immer da sind, auch oft jahrelang da sind, die verdrängen wir immer weiter bzw. nehmen wir eben nicht mehr so deutlich wahr. Und genau diese unbewussten Gefühle, die wir also nicht bewusst spüren, bewusst sehen, hören, diese Gefühle werden sich dann über kurz oder lang, wenn sie zu lange verdrängt werden, über den Körper ausdrücken. Beziehungsweise natürlich auch in gewissen psychischen Störungen, also dass wir besonders nervös zum Beispiel werden. Oder aber auch, dass natürlich aus dieser längeren Verdrängung, wenn das jetzt etwas sehr Massives ist, vielleicht auch sich eine Neurose ausbildet oder Schlimmeres. Das heißt also, es können psychische Erscheinungen sein, es können aber auch geistige Erscheinungen sein und natürlich auch körperliche. Bei dem Körper, da merken wir das natürlich am ehesten, wenn wir zum Beispiel eine Hauterkrankung ausbilden oder eine Asthmaerkrankung oder wenn wir in Stresssituationen Herzklopfen bekommen, was eine, wenn man so will, auch eine psychosomatische Erscheinung ist, die nicht unbedingt pathologisch sein muss, ganz klar, denn wenn wir daran denken, wenn wir eine Prüfungssituation haben, dann haben wir vielleicht auch Stress und dann bekommen wir auch erhöhtes Herzklopfen, unsere Atemfrequenz verändert sich, unser Nervenkostüm ist ein bisschen dünner vielleicht als sonst und wir sind halt sehr nervös. Aber das ist natürlich eine Momentaufnahme und das hat nichts mit Pathologie zu tun und hängt natürlich auch von dem eigenen Typus ab. Beziehen wir das Ganze aber jedoch auf eine traumatische Erfahrung und stellen wir uns vor, was für eine Dynamik an Stress dieser Mensch verdrängt sein Leben lang unter Umständen oder über Jahre und Jahrzehnte. Und das nicht nur durch eine Tat, sondern durch eine Lebensphase, in der er mit Gewalt, im schlimmsten Fall sogar mit sexualisierter Gewalt aufgewachsen ist, dann können wir uns ungefähr vorstellen oder vielleicht auch nicht, weil es eigentlich eine Situation ist, die man sich gar nicht vorstellen möchte und die es auf dieser Welt eigentlich gar nicht geben sollte. Aber dann hat man ungefähr einen Eindruck von dem Ausmaß an Stress, an Angst, an Brutalität, an Aggression, die eingewirkt hat, was dieser Mensch und das oft zu jungen Jahren verdrängen musste. Und diese Gefühle sind natürlich immer auch irgendwo da, mehr oder weniger latent, und äußern sich dann natürlich in entsprechenden körperlichen, psychischen und auch geistigen Erscheinungen. Durch die jahrelange Verdrängung haben wir den Zusammenhang zur Ursache verloren und der muss jetzt wiederhergestellt werden, wenn wir dieses Negativventil in Form dieser Erkrankung lindern wollen bzw. auflösen wollen und das Ganze von der körperlichen Ebene auf die seelische Ebene zurückholen, was ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess ist, ganz klar, weil genau eben diese Gefühle haben wir ja nun all die Jahre verdrängen wollen und wollen eigentlich gar nicht, dass sie uns jemals im Leben wieder einholen. Aber wie schon oft auch an dieser Stelle gesagt, ein wirkliches Entkommen ist nicht wirklich möglich, denn auch die Erkrankung zeigt uns, womit wir es zu tun haben. Und nicht selten sind es eben auch Erkrankungen, die in der Schulmedizin keinen wirklichen Befund liefern, wo also tatsächlich auch nicht wirklich klar ist, wo es herkommt, dadurch, dass das Ganze eben von der psychosomatischen Ebene bzw. aus der seelischen Ebene herrührt.
So ist also der Körper Sprachrohr der Seele. Das heißt, wir können also gucken, wenn wir bestimmte Erkrankungen, bestimmte Schmerzen haben, dass wir im Alltag einfach nochmal schauen, okay, gab es einen bestimmten Auslöser für diese erneut vielleicht auch auftretende Symptomatik? Hatte ich mit irgendjemandem Kontakt, der mich an damals erinnert hat? Oder vielleicht sogar mit jemandem aus der damaligen Zeit? Habe ich mich mit irgendwas beschäftigt, was das unbewusst angetriggert hat, was mir selber aber gar nicht klar war, weil ich es nicht zugelassen habe, weil es eher unbewusst passiert ist? Hatte ich bestimmte Stresssituationen, die ich gar nicht realisiert habe, weil natürlich auch, wenn jemand über so lange Zeit diese Form von Störung, von Belastungsstörung verdrängt, dann haben wir eher eine dumpfe Wahrnehmung für uns selbst und haben so ein bisschen auch die Einschätzung verloren, was macht uns eigentlich wirklich Stress, was macht uns wirklich Angst. Also auch der Verschluss gegenüber Angst überhaupt ist oftmals auch groß. Das heißt also, Ängste werden gar nicht mehr so wahrgenommen, weil Angst natürlich immer wieder diesen Stress auslöst und das Ganze verdrängt werden soll und damit natürlich auch es klar ist, warum der Körper diese Ängste und diesen Stress irgendwo ausleben muss. Angst und Stress zum Beispiel erzeugen in den Menschen große Spannung, das heißt also, man kann also auch sehr gut bei solchen Menschen auch beobachten, wie sie innerlich eine sehr, sehr angespannte Haltung haben, wie vielleicht auch der Gesichtsausdruck eher verbissen ist, wie also dieser Stresspegel über den Körper schon sichtbar wird, aber derjenige selbst das Bewusstsein verloren hat. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wie diese Spannung sich auf unseren Körper, auf unseren Organismus auswirken, dann könnten wir uns vielleicht auch vor Augen führen, wie Gefäße, die auch eine Muskelschicht haben, sich natürlich dann auch entsprechend zusammenziehen, warum diesen Menschen vielleicht öfters kalt wird. Oft haben gestresste Personen eher kalte Finger oder frösteln und frieren auch leicht, weil sie innerlich nicht offen sein können und damit eben auch die Durchblutung nicht durchlaufen kann. Also es ist schon ziemlich, man kann das schon relativ gut auch parallel sehen, wie die Gefühlsempfindung ist und wie der Körper zum Beispiel reagiert. Sicherlich ist das bei manchen Sachen sehr, sehr einfach herzuleiten, bei anderen wiederum nicht so leicht. Aber hieran kann man zum Beispiel sehr gut sehen, dass natürlich innere Nervosität eben auch Spannung erzeugen kann. Und dadurch die Durchblutung eingeschränkt ist, der Kreislauf als solches eingeschränkt ist, sich über Jahre und Jahrzehnte vielleicht auch ausgedehnt, sich dadurch natürlich auch entsprechende Erkrankungen ausbilden können. Warum es von einem Spannungskopfschmerz irgendwann in Richtung Migräne gehen kann oder vielleicht sogar auch in Richtung Epilepsie, die familiär vielleicht angelegt ist, aber sich bisher noch nicht gezeigt hat, aber durch diese permanente Anspannung, die der Mensch vielleicht durchleben muss und durch diesen permanenten Bluthochdruck, der dann auch entsteht. Und wenn man dann vielleicht auch noch ein EEG macht, wo man dann also auch nochmal sieht, wie die Nervenströme ständig auf Hochspannung laufen, dass natürlich das auch dann irgendwann sich ausbilden kann und hier dann diese genetische Affinität sich also dann wirklich auch zeigen kann. Man kann also sagen, dass der Körper alles das ausdrückt, was wir verdrängen. Was wir also nicht in unser Bewusstsein lassen, wird sich auf der körperlichen Ebene zeigen und wird sich in entsprechenden Symptomen bis hin, natürlich, wenn diese Symptome über Jahre anhalten und irgendwann dekompensiert sich zeigen, dann in einer manifestierten Erkrankung natürlich auch zeigen können. Und so sind die Zusammenhänge hier natürlich zwischen der seelischen und der körperlichen Ebene und der geistigen selbstverständlich zu ziehen und
Ein Trauma wirkt sich immer auf den gesamten Menschen aus und so kann man sicherlich auf der körperlichen Ebene entsprechende Therapien machen und auch sich helfen lassen, aber das Ganze wird natürlich nur gänzlich heil, beziehungsweise wird sich entsprechend auch nicht verlagern in der Symptomatik, wenn wir die seelische Ebene mit einbeziehen. Und genauso natürlich umgekehrt. Ich kann also seelisch an mir arbeiten und kann seelisch sehr viel machen, wenn ich den Körper nicht mit einbeziehe, beziehungsweise zu dem Körper auch eine Blockade habe und auch hier diese Ganzheitlichkeit nicht in mir zulassen kann, dann werde ich auch nur auf der einen Ebene die Erfolge sehen können, aber eben nicht in der Gesamtheit. Ja, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wir freuen uns über ein Abo, über den Daumen hoch. Empfehlen Sie uns weiter und dann freue ich mich auf das nächste Mal. Tschüss!